In Berlin begrüße ich Angelika Hellemann, stellvertretende Politikchefin der Bild am Sonntag, kurz BAMS. Frau Hellemann, Sie waren dabei, als Olaf Scholz die USA besuchte. Dem russischen Präsidenten wird ja gerne nachgesagt, er versuche, den Westen zu spalten, auch jetzt in dieser aktuellen Ukraine-Krise. Ihre Eindrücke aus Washington, ist ihm das denn gelungen? Nein, das ist ihm überhaupt nicht gelungen. Biden und Scholz haben wirklich den Schulterschluss gezeigt. Und das war schon ein demonstratives gegenseitiges Bekenntnis. Das ging so weit, dass der US-Präsident Biden bei der Pressekonferenz mit Scholz ihn wirklich über den grünen Klee gelobt hat, immer wieder erklärt hat, es gäbe keinerlei Zweifel an Olaf Scholz, an der deutschen Bundesregierung, an unserer Zuverlässigkeit. Er hat sogar die Scholz-Argumente selbst aufgegriffen. Scholz betont seit dem Abflug gebetsmühlenartig, dass Deutschland genug für die Ukraine tue und dass wir der größte Geldgeber seien. Knapp 2 Milliarden Euro sind seit 2014 in Richtung Ukraine geflossen. Und all das hat Biden aufgegriffen. Er hat sogar in seinem Eingangsstatement darauf verzichtet, Nord Stream 2 zu erwähnen. Das ist ja die Gaspipeline von Russland nach Deutschland, die die größte Kritik hervorruft und die auch das größte Hakeln zwischen den USA und Deutschland seit Jahren hervorbringt. Und das haben sie halt sehr versucht zu vermeiden. Es hat wirklich keinen halbkritischen Satz gegeben, sondern man wollte zeigen, wir gehören zusammen, wir stehen zusammen. Da frage ich mich doch aber, Friedrich Merz, Oppositionsführer, designierter Oppositionsführer im Bundestag und CDU-Parteivorsitzender, hat gesagt, die Risse im Bündnis bleiben, die Reise wäre viel zu spät gekommen. Sind das unterschiedliche Wahrnehmungen oder ist das nur Politik? Ich würde mal als erstes das tatsächlich als Politik abtun, weil Friedrich Merz muss jetzt zeigen, dass er der große, starke Oppositionsführer ist. Wenn man sich das anguckt, sein Vorgänger im CDU-Vorsitz, Armin Laschet, hat es ein bisschen anders bewertet und hat es eher positiv bewertet und sieht da nicht den großen Konflikt. Natürlich kann man kritisieren, dass die Reise zu spät gekommen ist, dass mit 2 Monate nach Amtsantritt zum ersten Mal in die USA gereist wird, ist auch relativ spät. Das haben Amtsvorgänger von Olaf Scholz sehr viel früher gemacht. Dann selbst die Reise zu kritisieren, ja, wahrscheinlich fällt es Merz gerade auch schwer zu loben. Das ist auch einfach nicht seine Funktion, sondern er muss halt drauf gucken und kritisieren. Aber da muss man auch immer seine neue Rolle mitbewerten. Bei einem Thema gibt es aber in der Tat fundamentale Unterschiede zwischen Opposition und der jetzigen Ampelregierung. Das ist das Thema Waffenexporte in die Ukraine. Da hat ja Friedrich Merz gesagt, Verteidigungswaffen, das sollte man durchaus prüfen. Hätte sich da nicht Olaf Scholz auch in Amerika, in den USA einiges anhören müssen zu diesem Thema? Möglicherweise auch nur hinter verschlossenen Türen, dass Deutschland da so eine defensive Haltung einnimmt? Was wirklich hinter den verschlossenen Türen gesagt wurde, wissen wir nicht. Biden hat das Thema Waffenexporte überhaupt nicht angesprochen. Er ist sogar explizit in der Pressekonferenz danach gefragt worden und hat aber, weil er mehrere Fragen bekam, das einfach elegant unter den Tisch fallen lassen oder hat partielle Vergesslichkeit vorgetäuscht und hat einfach nur über andere Themen gesprochen, um eben keinen Dissens zu zeigen. Ja, diesen Dissens gibt es. Allerdings darf man auch nicht vergessen, die Union hat, solange ihre eigene Politikerin Angela Merkel im Kanzleramt saß, auch Waffenexporte abgelehnt. Die Haltung der Ampelregierung wird sich daran nicht ändern. Da ist tatsächlich Olaf Scholz sehr klar. Er findet Waffenexporte falsch in dieser jetzigen Situation und ist sich da wohl auch mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron einig, der ja bislang auch keine Waffen in die Ukraine liefert, ebenso wie zum Beispiel auch Spanien oder Italien nicht. Das sehen eben gerade die osteuropäischen Länder anders. Die drängen da drauf. Die fühlen sich einfach bedrohter durch Russland. An der deutschen Haltung wird das aber erstmal nichts ändern. Sie sagten, man ist sich da einig in der Ampelkoalition, aber so ganz einig ist man da sich ja nicht. Annalena Baerbock war ja gestern an der sogenannten Frontlinie oder an der sogenannten Kontaktlinie zu den Separatisten in der Ukraine, in der Ostukraine, hat nochmal gesagt, bedrohliche Situation und auch bedrückende Situation, aber Waffenlieferungen, das schließt sie nach wie vor aus.
Aus Reihen der FDP kommen da ganz andere Stimmen. Kann das noch mal zu einer Belastungsprobe innerhalb der Ampel werden? Ja, das glaube ich nicht. Da halte ich die Corona-Krise und die Verschärfung von Maßnahmen oder die Lockerung oder das Thema Impfpflicht dann tatsächlich für die härtere Belastungsprobe oder eben auch, wie man mit den hohen Energiepreisen umgeht. Dass sich die Ampel darüber zerstreitet, sehe ich nicht. Dafür ist dann auch der FDP das Thema nicht wichtig genug. Letzte Frage. Gestern Abend gab es ja noch mal ein Treffen in Berlin, das sogenannte Weimarer Dreieck. Das war der Präsident von Polen, Duda, der französische Präsident Macron und auch Bundeskanzler Scholz haben noch mal über die Ukraine-Krise und ihre Reisen berichtet und beraten. Ganz spannend ja eigentlich, Präsident Duda steht natürlich EU-weit unter Beschuss und auch unter Druck, vor allen Dingen wegen der Justizreform in Polen, aber auch wegen medienpolitischer Entscheidungen. Ist das jetzt mit einmal die Ukraine-Krise ein Thema, was solche Konflikte innerhalb der EU überlagert? Nimmt man dann auch in Kauf, jemanden zu empfangen, mit dem man politisch eigentlich nicht unbedingt einer Meinung ist? Ja, ein bisschen ist er davon Profiteur. Er war ja vorher bei von der Leyen, der Kommissionspräsidentin. Und da hat Duda auch schon gesprochen und hat versucht, ein bisschen einzulenken. Aber natürlich profitiert er davon. Kanzler Scholz hat es sich gerade zur Aufgabe gemacht, Europa ein bisschen zusammenzuhalten und lehnt es halt ab, dass sozusagen Einzelgespräche gibt und jedes Land sozusagen versucht, mit Russland selber zu verhandeln, sondern will da die sowohl osteuropäischen als auch westeuropäischen Interessen zusammenführen. Und da hat Duda dann das Glück, dass er eben eingeladen wird, weil er halt auch eine nochmal sehr viel kritischere Haltung auf Russland hat. Und dann sozusagen von Macron und von Scholz, Macron war ja jetzt gerade bei Putin, Olaf Scholz fliegt nächste Woche hin, mit ins Boot geholt zu werden, damit es wirklich tatsächlich nur eine europäische Antwort Richtung Moskau gibt. Und das heißt, die Kritik, die es ansonsten an Polen und seinem Regierungskurs gibt, wird dann erstmal für diese Zeit ja nicht öffentlich angesprochen werden. Das waren Einschätzungen von Angelika Hellemann von der Bild am Sonntag, dort stellvertretende Politikchefin. Herzlichen Dank. Sehr gerne.